Ja, herzlich willkommen zu Brisant an diesem Samstag. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Wir beginnen die Sendung mit einem schweren Unfall in Oberbayern. Grund war wieder mal ein unbeschrankter Bahnübergang. Wurde das rote Blinklicht übersehen? War der Autofahrer abgelenkt? Für zwei junge Männer jedenfalls kam jede Hilfe zu spät. Schalldichte Räume und Stacheldraht vor dem Fenster sind Assoziationen, die man mit einem Gefängnis in Verbindung bringt. Doch die Rede ist in diesem Fall nicht von einem Gefängnis, sondern von einer ganz normalen Wohnung in Hamburg zunächst. Denn was hier offenbar geplant war, ist zum Glück nicht gelungen. Eine junge Frau konnte rechtzeitig einem Albtraum entkommen. Was für ein Mann, denken so einige, insbesondere Damen, wenn sie diesen unglaublich gut aussehenden Typen sehen. Hugh Jackman, auch bekannt als Sexiest Man, noch bekannter als X-Men und als Familienman sozusagen, macht er auch keine schlechte Figur. Mit seiner ganzen Rasselbande ist der Schauspieler gerade in der Hauptstadt zu Besuch. Ja, da wird die Wiedersehensfreude bestimmt groß sein. Bud Spencer war der erste Italiener, der die 100 Meter Freistil unter einer Minute schwamm. Vor allem kennen wir ihn aber gemeinsam mit seinem Partner Terence Hill aus etlichen Hau-drauf-Filmen. Seit kurzem ist der sympathische Italiener auch noch Buchautor und der Rummel um seine Person wird einfach nicht weniger, im Gegenteil. Das hoffen wir ganz stark. Er schnarcht, hat ein Knautschgesicht und doch, wenn man einen Mob sieht, kann man eigentlich fast nicht anders und muss ihn einfach mögen. Und dass diese Tiere auch richtige Sportskanonen sind, fällt nicht sofort ins Auge. Wir haben zwei Mopsbesitzer begleitet, die für ein Rennen der kurzbeinigen Hunde trainieren. Und wie das aussieht, das erfahren Sie jetzt. Ja, und das war's schon von Brisant für heute. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Haben Sie noch ein tolles, sonniges Wochenende und einen zauberhaften Abend für Sie. Tschüss und bis bald.